Ich stelle mal gleich einige Fragen, und zwar, wer braucht eine XL-Taschenlampe, die wirklich extrem groß und extrem schwer ist? Gut, auf der anderen Seite hat er auch 2700 Lumen, ist ja stufenlos fokussierbar, hat auch eine Powerbank-Funktionalität. Das bedeutet, du hast hier drei fette Akkus eingebaut, die auch als Powerbank, das heißt zum Aufladen von anderen Versorgern dienen kann. Kann man auch über Solarzelle aufladen, aber das kann man auch mit anderen akkubetriebenen Lampen machen. Und man könnte sie auch mit CA123 zählen. Ja, mal so richtig in den Betrieb nehmen. Was soll so eine große Lampe bringen? Ist das vielleicht eine Prepper-Lampe? Eine Krisenvorbereitungslampe? Naja, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber was kann das Teil? Wenn du es wissen willst, bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der René Rossmann. Schön, dass du wieder am Shop-Kanal dabei bist. Ja, also es ist so, ich habe das natürlich jetzt massiv übertrieben. Ja, wirklich. Fangen wir ganz von vorn an. Das ist, ich habe jetzt gerade vorher nachgeschaut. Es ist ein bisschen über 4 Jahre her, da habe ich dieses Teil hier vorgestellt. Die Walter Pro GL1500R, was weiß ich was. Und im Endeffekt ist das Vorgängermodell von dem hübschen Teil hier. Sind ungefähr gleich groß. Die neue, die 2000er, um die geht es hier. Die ist, ja, etwas kleiner, aber das Minimal ist uninteressant. Die hat noch einmal mehr Power, hat noch einmal mehr Funktionalität, komme ich gleich dazu. Aber bevor wir jetzt über Funktionalitäten sprechen, eine Frage, wozu braucht man sowas? Ich weiß nicht, wozu du sowas brauchen kannst, vielleicht gar nicht, aber wofür brauch's ich? Die hier hat mich schon sehr viel begleitet, und zwar in den Wald. Und zwar ganz spezielle Situationen. Bei Survival Trainings zum Beispiel, bei Bushcraft-Aktivitäten, da habe ich das Teil gern mit, wenn ich mit Gruppen unterwegs bin, hier auf billige Eigenwerbung, waldurlaub.at natürlich, ja. Dann ist es so, was ist, wenn sich irgendjemand verletzt, wenn ich eine Erste-Hilfe-Situation habe? Was ist, wenn irgendjemand nicht auffindbar ist? Stell dir jetzt vor, eine Person sagt, okay, es ist Nacht mittlerweile, ja, und gesagt, oh, ich gehe jetzt kurz zum Bach oder ich muss mal austreten oder sonst was, ich gehe in den Kackwald oder sonstiges. Ja, es gibt einen Kackwald bei uns, das ist kein Spaß. Und kommen die nicht. Und ich werde dann, sage ich das Kursleiter, nach einiger Zeit nervös. Also ich merke, ich schaue dann auf meine Uhr und sage, okay, ist jetzt weggegangen, 20.58 Uhr zum Beispiel. Sollte in 10, 15 Minuten wieder da sein, sind schon 20 Minuten, 25 Minuten, dann werde ich langsam nervös. Wir haben zwar gerne die Regelung, dass die Leute zu zweit gehen, aber weißt du, wenn du in den Kackwald gehst, einen Buddy mitnehmen, ich weiß nicht, ja. Genau ist der Punkt. Und dann habe ich mir gesagt, ich möchte dann wirklich volle Lichtkapazität haben. Das ist meine Motivation dabei, so etwas hier zu haben, unter anderem. Eine Geschichte wieder. Ich bin ein Geschichteldrucker, aber es sind wahre Geschichten und dadurch drucken sie sich auch besser. Wir haben in Sittendorf bei Wien eine Auto-Erste-Hilfe-Training macht, das erste. Das war mit dem Jürgen Kies, der Rettungssanitäter ist und auch in einem Krankenhaus arbeitet, dort im Gipszimmer und sowas, also zu dem Zeitpunkt zumindest, weiß er, was er jetzt tut. Aber da haben wir auch eine Nachteinlage gemacht. Er hat sich versteckt und war weg. Und ich sage dann, naja, wo ist er? Und dann hören wir einen Schrei in der Distanz und ich sage, wir müssen ihn suchen gehen. Und dann haben wir eine Kette gebildet und das ist ein Areal mit einigen Sträuchern rundherum, aber das meiste ist eigentlich hohes Gras zu dem Zeitpunkt gewesen. Und es war wirklich schwierig, ihn zu finden. Wirklich schwierig, ihn zu finden. Mit den Lampen sind alle in der Kette gegangen. Und ich kann dir sagen, dass du einerseits, es war natürlich eine Übung, aber trotz allem ist ein Stresspegel bei den Leuten entstanden. Und es war dann auch so, dass man ihn am Anfang gar nicht finden hat können. Wenn natürlich die Person noch ruft und schreit, na gut, dann ist es klar, dann ist es einfach. Aber wenn diese Person bewusstlos ist und sich nicht mehr bemerkbar machen kann und nicht leuchtet, weil es irgendwelche Glow-in-the-Dark-Geschichten drauf hat, dann wird es schwierig. Und das war für mich eine Lehre, viele Jahre her, zu sagen, wenn ich mit Gruppen rausgehe, dann nehme ich nicht irgendeine Lulu-Lampe mit, das können die Teilnehmer machen. Damit meine ich Lulu jetzt nicht, wenn, dass die schlecht ist, das meine ich damit nicht, aber so ein bisschen Licht halt, was ausreichend ist, um Grundfunktionalitäten in den Griff zu bekommen. Oder wenn man jetzt sagt, ich möchte eine Backout-Lampe, ich möchte mit Rotlicht getarnt herumlaufen, ist alles gut, ist alles cool. Nur in so einer Situation, die ich gerade beschrieben habe, hilft dir das nicht. Und da habe ich gesagt, ich möchte das Monster.
die hat, glaube ich, 1500 Lumen. Die hat jetzt noch einmal im Batteriebetrieb, glaube ich, 2000 Lumen und mit diesem CA1-2-3-Zellen 2700 Lumen. Aber das macht dann das Kraut nicht mehr fett. Da wollt ihr fette Lampe. Punkt A, Punkt B. Sie hält extrem viel aus. Ich habe mit der jetzt noch zu wenig gemacht. Also wir haben sie schon im Einsatz gehabt, aber nicht so richtig hart. Das kommt jetzt dann das ganze Jahr 2022, wird mich die draußen begleiten, auch bei den Erste-Hilfe-Trainings überall. Ja. Wir werden jetzt die austesten. Aber ich kann dir sagen, dass Walter-Lampen teilweise haben ja einen schlechten Ruf mittlerweile, was ich nicht verstehen kann. Klar, wenn ich in die Vergangenheit zurückgehe, da war schon einiges dabei, was so ein bisschen Schatz mit Quasteln ist, wie man in Österreich sagt. Ne? Aber das kann ich bei der Lampe fix nicht sagen. Die hält alles aus, sie ist angeregnet worden, sie ist im Schnee gewesen. Alles. Schnee, Kälte ist natürlich ein Problem, besonders hier jetzt mit diesen Akku-Packs. Ja? Das sind jetzt die alten. Es ist relativ wenig Unterschied, ja, zu der neuen Version. Das muss man schon zugeben, dass das halt bei extremen Minusgraden geht da die Energie verloren. Aber das hat nichts mit dieser Walter-Lampe zu tun, sondern das ist einfach die Technologie. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn man das jetzt in Bereitschaft haben will, und genau das ist jetzt der Vorteil von dem Teil, von dem neuen, vom 2000er Teil, zu sagen, ich nehme hier keine Akkus. Übrigens ist alles im Lieferumfang mit dabei. Da ist dann irgendein Koffer dabei. Und ein Koffer bin ich selber, brauche ich keinen Koffer dazu. Ja, ernsthaft. Aber ist alles mit dabei. Pipapo und bla und ein Kabel und pff. Pass auf. Brauche ich alles nicht. Aber auf den Punkt zu kommen, könnt die Akkus rausnehmen und hier 6 CA123 reingeben. Und da komme ich dann zum Punkt. Die habe ich wirklich always on, das ist eine sogenannte Fire-and-Forget-Lösung, wenn ich das so sagen darf, nämlich in einem Survival-Kit im Auto zum Beispiel, wo ich sage, okay, ist mir jetzt wurscht, ja? Ich habe das Ding liegen, ich möchte nicht permanent aufladen gehen und sage, CA1, CA3, 10, wahrscheinlich sogar 15 Jahre, null Problem. Das heißt, ich stelle die hin und kann dann nach 3 Jahren, wenn ich sie brauche, nach 4 Jahren, ohne sie permanent prüfen zu müssen, alle 2-3 Monate oder Angst haben zu müssen, dass die Spannung abfällt, einschalten und bin mit dabei. Natürlich mit dem Nachteil, dass ich die nicht wieder laden kann, wobei es gibt ja auch CA123, die heißen dann irgendwie anders, die man laden kann. Das werde ich noch ausprobieren, ob das mit dem Teil hier auch möglich ist, wenn ich die eingesetzt habe. Aber ich traue mir nicht so recht, weil es ist ja peinlich. Eigentlich bin ich ja Techniker, aber ich habe alles vergessen. Das Umschiggesetz kann ich noch. R ist U durch I. Der Widerstand ist die Spannung durch den Strom. Das weiß ich noch, aber alles andere, Knoten, Maschen, Watt, Transistor, alles gestorben. Alles gestorben in meinem Hirn. Aber der Punkt ist, das werden wir austesten. Aufladen mit Solarpaneele, sehr, sehr gut möglich, alles cool. Und das, daher habe ich sie auch Prepper-Lampe genannt, die vorige Lampe, die 1500er. Und das kann man bei der hier jetzt auch sagen. Und zwar warum? Ich habe hier eine Lösung, die mir, weil es gibt mehrere Modus. Es gibt einen fetten, dann einen weniger fetten, einen noch weniger fetten, dann diesen Moon. Ja, wir werden es dann draußen noch im verschneiten, windigen Buschkraftareal ausprobieren. Aber das ist halt schon, ich kann hier im Innenraum schön ausleuchten. Das reicht auf jeden Fall aus, zum Beispiel auch im Fall von einem Stromausfall. Kann man sehr, sehr lange leuchten. Billige Eigenwerbung. Ich gebe dir den Link in meinen Shop, da sind alle Daten. Und da kannst du das anschauen, wie lang was leuchtet und wie viel Prozent. Und das passt gut. Vorsicht, ich schalte jetzt den Strobmodus ein. Da muss man dann da hinten drauf drücken und macht das da so an Strob. Finde ich total unangenehm. Und glaube, wenn ich mich dann noch einmal drücke, dann kommt dieses Beacon. Oder? Na komm jetzt, ja, dieses Notblinklicht, ich habe jetzt reingeschaut, ich sehe nur gelb. Ja. Einschalter hier hinten, ich habe es extra noch im Vorfeld jetzt versucht, ich habe nämlich ein bisschen mit Holz arbeiten, nicht wollen, dieses Mal nicht wollen, sondern müssen, du weißt eh, kalt und so weiter einheizen, und ich war jetzt mit der Lampe draußen, das heißt auch mit Handschuhen zu arbeiten, das geht sich alles super aus, also liegt extrem gut in der Hand, aber es ist halt ein fetter Brummer. Es ist auch im Lieferumfang so ein, wie nenne ich das am besten, ein Ringel mit einem Molle- oder Gürtelschlaufen-Dings dabei, damit man das so einhängen kann. Da kann ich da gleich eines sagen, das ist gut gemeint, aber das ist ein Schatz. Zumindest für mich, vielleicht bin ich unfähig, ja, weil das war auch bei dieser 1500er dabei und wenn du hast das am Gürtel hängen und wenn du dann irgendwie dich blöd bewegst und dann fällt das raus und nein. Also entweder ist das im Rucksack oder es ist eben in der Tasche, ja, mit eingepackt. Ich habe jetzt hier die Tasmanian Tiger Main irgendwas, habe ich auch einmal vorgestellt, oben bei mir klicken Jacke an. Das geht sich da alles super aus, das passt gut. Und wenn du wirklich
wenn du wirklich jetzt sagst, okay, du willst das auf einen Gürtel tragen, dann gibt es unterschiedliche Taschensysteme, wo man das einstecken kann. Ich habe zum Beispiel die Helicontex Hüfttasche, wo das ideal hineinpasst. Gibt es natürlich auch bei mir im Shop. Das ist alles billigste Eigenwerbung, so wie immer. Aber gut, so. Ich glaube, wir sollten endlich einmal leuchti-leucht gehen. Also mitten im Wald zu sein, ist ja insgesamt eine schöne Sache. Aber es ist windig und es ist verschneit und es war alles schon einmal viel, viel, viel schöner. Jetzt fokussiere ich das Teil und das meine ich damit. Also das ist, ich sag nur, Alter. Ja. Also du wirst das wahrscheinlich nicht so gut sehen können wie ich, aber das ist abartig. Also ich leuchte hier mehrere hundert Meter und kann, das ist abartig, das ist wirklich abartig. Ja. Schau dir das an. Und das ist vielleicht auch ein Vorteil von dieser Lampe hier, dass du sie eben schön fokussieren kannst. Übrigens, manche fragen, was ist denn das, das Schwarze, was du da in deinem Video hast? Da haben wir die Erdäpfel drinnen. Wir haben nämlich ein eigenes Erdäpfelbuch geschrieben und da haben wir das als Vorteil sozusagen gebraucht. Also keine Sorge, das ist alles gut hier. Schau mal her, schau dir das an. Und das meine ich mit ausleuchten, nämlich so ausleuchten, dass ich absuchen kann. Jetzt kann man sagen, gut, du brauchst das vielleicht nicht, dann ist das alles gut und schön. Das freut mich für dich. Aber ich kann dir sagen, solltest du mit Gruppen draußen sein und sollte Suchen einmal ein Thema sein, dann bist du mit der Lampe wirklich gut dabei. Und die hält auch diese Spannung relativ lang, damit du auch lange Freude dran hast. Ne? Weil nichts ist, ich sag jetzt mal, kackiger. Wenn du dann suchst, ja, und das ist so eine Suchaktion, die ist ja nicht in 3 Minuten 50 erledigt, sondern vielleicht dauert eine halbe Stunde. Und du brauchst diesen Boost, den hast du mit dieser Lampe. Dadurch hat es ja auch einiges an Gewicht, also das muss uns auch klar sein. So, das war jetzt der fette Leuchti-Leucht. Gut, dann leuchten wir einmal ein bisschen weniger, also fett noch einmal. Da muss ich runterschalten, das glaube ich ist 80% oder so. Weißt du, in meinem Hirnkastel, ich weiß nicht, Hirnkastel, das weiß ich nicht, ob das der richtige Ausdruck ist, kann ich mir das nicht merken, ja. So, das ist jetzt alles unscharf, also muss man noch einmal, warte kurz. Und ich hoffe, dass sie jetzt scharf wird, ja. Also das ist dieses 80%, ja, ist auch absolut ausreichend, also das macht auch Spaß für den Nahbereich mehr als ausreichend. Schalt mal wieder aus, fest, dann noch der kleine und dann der Moon. Und auch der Moon ist, wenn du ihn jetzt fokussierst, wirklich, da sage ich, Alter. Ja. Also das ist wirklich, das ist absolut, absolut, wirklich, das kann einfach was, ja. Ich lasse jetzt diesen Notlicht, das lasse ich jetzt alles weg, das ist jetzt uninteressant an der Stelle und auch den Strob. Ja. Also jetzt noch einmal, auch von der Leuchtkraft her, ja, wenn ich da jetzt auf meinen Patch drauf leuchte, das muss ja leuchten wie Sau. Die Lampe ist echt fett. Ganz schön windig heute, Windchill, boah, mit der Jacke und nur mit einem Hemd drunter, also das ist weit schon, bäh, daher wollte ich nicht mehr. Aber lange Rede, kurzer Sinn, ist wirklich eine Lampe, die einiges kann. Und ich will noch eine Sache loswerden. Der große Vorteil ist, dass ich mit Akku, aber auch mit CA123 arbeiten kann. Das heißt, ich habe hier mehrere Funktionalitäten. Ich glaube, dass das ein Teil ist, das auch in der Krisenvorbereitung seine Berechtigung hat, weil ich kann hier wirklich runter auf einen ganz, ganz kleinen Modus und trotzdem ist er noch fett und das hält viele, viele, viele Stunden. Also das kann auch etwas für den Haushalt sein, aber jeder, der irgendwie sagt, es könnte sein, dass ich mal wirklich fettes Licht für eine Suchaktion brauche, bist hier gut bedient. Das war's jetzt. Magst du mal deine Meinung schreiben? Nämlich als Kommentar einen Daumen nach oben oder nach unten. Auch das ist cool und kalt, mir ist so kalt. Ich leuchte wahrscheinlich noch immer hier. Billigste Eigenwerbung, Link in meinen Shop. Komm auch auf Waldurlaub vorbei. Wenn du dann einen Verrückten herumlaufen siehst, der mit einem extrem großen Licht hantiert, dann bin es wahrscheinlich ich. Ja, tut mir leid. Das war's jetzt. Abo dalassen, da geht's zu mir in den Shop. Ein paar andere Videos. Dein Reini Rossmann und wow.